Ja, moin moin und herzlich willkommen, Leute. Was geht hier bei unserer neuen Folge auf unserem Kanal? Das werde ich euch jetzt erzählen. Mein Name ist der Tatra-Fan oder auch Mindreaper666, je nachdem, auf welcher Plattform ihr mir gerade begegnet. Ja, wir befinden uns heute wieder auf Thalstedt. Auch hier hat sich einiges getan. Wir werden heute einen kleinen Abschnitt befahren. Wo wir uns gerade befinden, was ihr gerade seht, das ist der sogenannte Carolinaplatz. Ja, die Performance läuft heute wieder richtig gut. Danke, Trabant, dass es uns gezeigt. Ja, wir befinden uns hier am Carolinaplatz. Das ist ein Neubauabschnitt gewesen, kann man sagen. Schon ein bisschen älter. Ja, das quasi das Tor in die alte Neustadt. Von hier aus fährt dann später die Linie 4 und 6 in die alte Neustadt, beziehungsweise das Gleis, was wir hier sehen, ist das Gleis aus der alten Neustadt kommt, Richtung Innenstadt. Wir werden zum Hauptbahnhof fahren. Auf diesem Abschnitt hat sich eine ganze Menge getan. Oder ist sogar zum Teil noch dabei. Ein kleines Rework, weil mir das alles so überhaupt im Ganzen nicht mehr gefallen hat. Der Hauptbahnhof hat sich stark verändert, was die Gleisführung angeht. Aber dazu gleich mehr. Warum sind wir heute noch hier? Genau. Ein Preview. Ich zeige euch heute ein Fahrzeug. Eine Erstvorstellung. Dieses Fahrzeug befindet sich im Ja, Pre-Alpha-Status, Alpha-Status, irgendwo da so. Also ist Work in Progress, gibt es nirgendwo zu downloaden, zu kaufen, zu klauen, zu erbeten, zu, ja, zu zaubern. Sagen wir es einfach so. Also das gleich vorweg. Das Fahrzeug ist nicht erhältlich. So. Aber worum geht es eigentlich heute? Genau. Es geht um ein wunderschönes Fahrzeug. Wieder mal aus dem Hause Cicca di Tatra, also aus Prag. Und ja, das Fahrzeug ist wie gesagt im Pre-Alpha-Status oder Alpha-Status von, naja, irgendwo da. Es ist auf jeden Fall da, wir können was zeigen. Aber es ist nicht fertig. Es wird definitiv Sachen geben, die nicht vorhanden sind, die nicht funktionieren und so weiter. Aber es ist ein erster Einblick in das, was kommt. Dieses Fahrzeug ist extremst modular aufgebaut. Also im Prinzip lässt sich das Grundfahrzeug komplett verändern. Dazu werde ich aber gleich nachher noch ein bisschen was erzählen. Wir gucken jetzt erstmal, was wir denn hier heute haben. Und da steht das gute Stück. Es ist ein T4D MT der Dresdner Verkehrsgesellschaft. Oder Verkehrsbetriebe sind es ja DVB, genau. So, das typische Kameraproblem. Auch ich bin davor nicht geweiht. Ja, da steht das gute Stück. Der T4D MT vom Kartoffelphantom. Ja, also, das müssen wir mal kurz so machen, damit ich mich hier mit der Kamera wieder einnorde. Ja, von äußerlich ist das auf jeden Fall alles T4D MT. Das ist das Grundfahrzeug, was er gebaut hat oder noch baut. Und man kann dieses Fahrzeug aber mit Modulen verändern. Darauf gehe ich aber gleich ein. Wir gucken uns erstmal das Fahrzeug von außen an. Ja, es ist halt T4D MT. Die typische modernisierte Variante, also letzte modernisierte Variante in Dresden. Der Vorgänger war ja T4D MS. Könnte man im Übrigen auch machen aus diesem Fahrzeug. Ist gar kein Problem, aber wir sind jetzt hier erstmal beim T4D MT. Und das ist der mit der Thyristor-Steuerung der Fahrmotoren. So. Typisch modernisierte Dresdner Variante, Klappfenster, Türen der Firma Bode mit den durchgehenden Scheiben. Ja, die geänderte Schutzbleche der Drehgestelle, original sind die ja rund. In Dresden hat man dann so eckige Varianten draus gemacht. Ja, die Matrixanzeigen. Oh, Rückwärtsgang drin. So. Ja, die typischen Matrixanzeigen. Hier auch die wirklich originale Front aus Dresden, die markanten Rückleuchten, Kupplungsabdeckung, alles Original T4D MT. Ja, was funktioniert an dem Fahrzeug bis jetzt? Die Beleuchtung komplett. Wir haben Ablendlicht, wir haben Fernlicht, wir haben Begrenzungsleuchten kombiniert mit dem Rücklicht und der Matrixbeleuchtung. Wir haben eine Innenbeleuchtung, wir haben sogar eine Fahrraumbeleuchtung. Die ist aber noch rudimentär. Ja, und die Blinker funktionieren. Und wie wir ja gerade eben schon kurz gesehen haben, auch das Rückfahrlicht funktioniert. So, wenn wir in den Innenraum gehen, dann sehen wir,
in Doppelbestuhlung, typisch Dresden, hier jetzt mit der Polstersitzvariante und dem Polster Innenbeleuchtung. Ja, wir sehen, das Fahrzeug ist ja noch nicht ganz fertig. Im vorderen Bereich des Fahrstands ist noch viel zu tun. Da fehlt dann halt auch noch die Innenverkleidung. Aber das ist ja erstmal egal. Wir haben die Haltestangen, hier sogar schon die Glasscheiben bei den Einstiegen mit drin. Alles Original Dresden. Türkästen. Ja, Lautsprecher. Was noch fehlt, sind die Dachluken. Die kommen noch später, wie so vieles anderes. Also hier drin ist auch nicht alles fertig, deswegen können wir jetzt zum Beispiel teilweise auch rausgucken. Ja, Heckverstand ist nur optisch da. Kann man noch nicht öffnen, kann man noch nicht von fahren. Entwerter sind schon drin. Auch hier gibt es wieder modular andere. Ja, das ist der Innenraum. Ja, soweit, so gut. Und dann gehen wir mal in den Fahrstand. Und jetzt werden die Kenner sagen: Moment, das ist nicht T4DMT und das ist auch korrekt. Das ist das Fahrpult eines T4DMI. Also quasi das originale, fast originale Fahrpult von dem T4D mit anderen Knöpfen, moderneren Knöpfen. Aber es ist die originale Form. Ja, was noch fehlt, ist der Steuerschalter. Der folgt noch. Der ist momentan noch nicht da. Aber ansonsten haben wir hier schon so gut wie alle Taster und Schalter. Ach ja, und der Griff fehlt noch. Die lassen sich auch bewegen. Dann kann man Innenbeleuchtung ein- und ausschalten. Ja, wie gesagt, die Sounds, die wir heute hören werden, sind im Großen zu 90% Platzhalter. Es gibt ein, zwei Sounds, die sind schon fertig für das Fahrzeug, aber noch nicht feingetuned. Und von daher, die Sounds, wenn ihr sie hört, es ist einfach nur, damit ihr überhaupt was hört. Ansonsten würde sich das Fahrzeug komplett geräuschlos bewegen. Ja, so. Machen wir zum Beispiel die Warnglocke für die Tür. Irgendwo noch die Warnglocke von außen. Die ist sogar echt T4D aufgenommen. Und ja, ansonsten ja, sind die Sounds halt eher Platzhalter. Außenspiegel, der ist im Prinzip quasi gestern Abend noch reingeflattert. Auch dieses ist wieder ein Modul. Dieser lässt sich auch wieder verstellen. Da kann man hier den Arm bewegen. Und man kann dann auch den Spiegel bewegen. Und dann kann man sich den Spiegel hinstellen, wie man das möchte. Für mich wäre das schon eine optimale Variante. So, ja, bevor wir jetzt hier noch länger rumquatschen, sage ich Tür zu. Ah, wunderbar. Typische Tiefe die Tür. Ja, genau, so kennt man sie. Und dann fahren wir doch einfach mal los. So, die Weichentaster funktionieren. Die leuchten sogar wie im Original, wenn man über den Kontakt fährt und man muss sie gedrückt halten. So, da leuchten sie. Bis man über den Kontakt gefahren ist, sollte man die Taste gedrückt halten. Das Ibis steuert hier in dem Fall nichts außer die Anzeigen. Ja, mal ein bisschen blinken. Ja, Geschwindigkeitsanzeige funktioniert, Ampereanzeige funktioniert, Voltmeter funktioniert. Ansonsten bleibt noch zu sagen, das Fahrzeug ist etwas overpowered. Also ist noch etwas zu viel Leistung drin. Deswegen dreht er. Ja, wie sagen wir mal, der Schlupf ist sehr groß. Also die Räder drehen relativ schnell durch bei Steigungen, weil er halt einfach zu viel Power hat. Das wird sich auch noch ändern. Deswegen ist auch die Beschleunigung aus dem Stand noch etwas stark. So, angefordert haben wir uns. Weiche haben wir erstellt. Wir wollen ja in die Innenstadt zum Hauptbahnhof. Ja, was funktioniert noch so? Also wie gesagt, das mit den Weichentasten hatten wir ja schon gerade gesagt. Ja, der Rest folgt. Man sagt, wir können hier die Türen freigeben. Dann kann man nach außen gehen und dann kann man hier auf die Taste drücken und dann öffnet sich die Tür. Dann macht man es halt wieder auch zu. So, das ist aber momentan nur ja, von außen. Türtaster innen gibt es das noch nicht. So, jetzt haben wir Fahrt frei. Dann fahren wir noch einfach mal los. Ja, wie gesagt, das war der Carolinaplatz. Die Wendeschleife, die hier ist, die ist im Moment einfach ja, eine Behelfsschleife
die nicht genutzt wird im offiziellen Linienverkehr. Die 4 und 6 fahren ja später weiter in die alte Neustadt, beziehungsweise das ist die 6. Die 4 fährt ja noch woanders hin. Ja, das ist so der Abschnitt, der jetzt in letzter Zeit passiert ist. Die Bebauung ist grob da. Die Gestaltung ist auch generell etwas grob. Wird aber bei Zeiten noch fortgesetzt. Ja, jetzt sind wir hier an der Haltestelle Wilhelm-Pieck-Allee. Die ersten Fahrgäste stehen hier auch schon rum. Irgendwo laufen auch schon Leute. Hier muss ich die Weiche mal mit der Tastatur stellen, weil hier ist die Fahrstraße gerade out of order. Wir wollen ja geradeaus zum Bahnhof. Links geht's ja in den bekannten Abschnitt Richtung Betriebshof Pappelallee und zum alten Stadttor und so. Und geradeaus zum Bahnhof rechts ist momentan relativ zeitnah Schluss. Die Dame ist hier auch, glaube ich, sehr stark am Diskutieren. Dann können wir mal das zentrale Öffnen machen. Auch das funktioniert schon. Und zack, dann sind die Türen wieder zu. Jetzt sollten wir auch gleich Fahrt frei bekommen. Oh, und ab geht die wilde Luzi. Wie gesagt, die Sounds sind noch sehr modular. Ja, ansonsten haben wir vorne schon das Steckschild. Das kann man schon bewegen. Achso, wir wollen ja mal. Machen wir das mal so. So, ja. Dann steht hier schön S drinne für Sonderwagen, genau. So, machen wir mal das passende Ziel rein. Ah, wunderhübsch. So, ja, was haben wir noch gerade gesehen hier? Das Kursnummerchen, also wo die Kursnummer steht, ist auch schon da. Aber wie gesagt, das ist halt das Fahrpult vom T4DMI. Das vom MT wird noch folgen. Und damit gehen wir jetzt mal so ein bisschen auf die Modularität ein. Also im Prinzip lässt sich dieses Fahrzeug komplett umbauen. Ja, also der Fahrstand sagt es ja schon, T4DMI. Der MT und der MS sind ja im Prinzip bis auf die Steuerung gleich. Das heißt, wir haben hier den MT, also wir hören auch den Thyristor. Man kann später über die Fahrzeugkonstanten und weiteren Dingen kann man ja, die Art der Antriebssteuerung verändern, also zwischen Thyristor, Chopper und Beschleuniger. Man kann im Innenraum die Sitze kann man umbauen. 2 plus 1 Bestuhlung, Plastischschalen. 2 plus 1 Bestuhlung, Polster. Dann gibt es 1 plus 1 Plastischschalen. Also, das sind die Sachen, die es jetzt schon gibt. Also, das kann man schon verändern. Es ist schon eine ganze Menge möglich. Ja, wir sehen jetzt hier gerade dieser Abschnitt, der hat sich stark verändert. Hier ist auch noch nicht alles richtig hundertprozentig fertig. Oberleitung wurde getauscht, die ganzen Sachen hier wurden verändert, wie die Einbettung der Gleise. Und jetzt kommen wir in den veränderten Bahnhofsbereich. Ja, früher war das hier geradeaus zwei Gleise mit einer sehr, sehr langen Haltestelle. Die war 100 Meter lang, das haben wir jetzt geändert. Das ist jetzt nur noch 60 Meter lang und man hat jetzt vier Gleise, die man hier nutzen könnte. Das hier, wo wir gerade reingefahren sind, ist also das Endgleis für Fahrzeuge, die am Hauptbahnhof enden. Also hier fährt man rein, schmeißt seine Fahrgäste raus und fährt dann in die Schleife. Im später angedachten Spätverkehr mit Anschluss hier am Bahnhof ist natürlich dann das so, dass die Fahrzeuge nebeneinander stehen. Das heißt, die Richtung, die beiden Gleise, die andere Richtung, die beiden Gleise. Und damit das Fahrzeug dann danach wieder auf die Strecke kommt und nicht in die Schleife fährt, gibt es hier dann nochmal. Ja, eine Ausweichung auf das Streckengleis, sagen wir es einfach so. Und das gibt es auch in beide Richtungen. Also von daher, ich möchte aber gerne jetzt in die Schleife fahren. So, tasten wir uns hier aber langsam vor. Ist klar. Ja, nach links müsste man sich hier das Signal anfordern. Dann könnte man, das muss man sich aber wirklich sch schlüsseln. Ja, wir fahren jetzt hier quasi wirklich in die Wendeschleife
Und wir fahren mal in das Innengleis. So, angefordert. Am Signal haben wir uns auch angefordert. Hier hängt ein Gleisbesetztmelder, der uns zeigt, welches Gleis schon besetzt ist. Es passen aber, die Schleife hat sich deutlich vergrößert seit dem Umbau, also es passen jetzt hier viel mehr Fahrzeuge rein. Da sehen wir die Haltestelle Gerd-Hauptmann-Straße, die ist auch hier zentral hingerückt. Ja, und die Schleife. Der Bogen, der jetzt kommt, das ist der Originalbogen der alten Schleife. Die ganze Zufahrt und raus, also Ausfahrt aus der Schleife hat sich komplett verändert. Die Schleife ist jetzt auch deutlich größer geworden dadurch. Und ja, Oberleitung hat es endlich bekommen. Es wurde gestalterisch noch ein bisschen umgesetzt. Das Klohäuschen ist jetzt hier vorne. Es gibt jetzt hier auch Haltetafeln. Also man zieht jetzt ein bisschen vor. Und dann, ja, macht man hier quasi so seine Pause. Ja. So, der Stromabnehmer ist zum Beispiel auch so ein, ja, Beispiel für Modularität. Also es gibt momentan nur den, aber auch der ist ein Modul. Auch den könnte man tauschen. Des Weiteren könnte man die mittlere Tür tauschen zum Beispiel. Die Türen sind alle ein Modul. Die kann man auch tauschen. Hier gibt es zum Beispiel für die, also für die mittlere Tür gibt es das. Man könnte das zwar an allen Türen verwenden, aber es sieht nur an der mittleren Tür gut aus. Gibt es zum Beispiel entweder eine komplett geschlossene Wand, dann ist hier alles zu. Dann gibt es die Variante mit einem Fenster drin, dann hat man hier ein Fenster und unten ist zu. Oder wie man das aus Dresden von den ATWs kennt, hier ein Rolltor. Ja, das der Spiegel ist ein Modul, hatte ich schon gesagt, also den könnte man auch tauschen. Die Türtaster sind Module. Auch die könnte man tauschen. Sitze habe ich schon gesagt. Ja, also im Großen und Ganzen kann man jetzt schon eine ganze Menge mit dem Fahrzeug machen. Es gibt sogar einen Modulslot im hinteren Bereich für einen zweiten Stromabnehmer. Wenn man da jetzt so an Dresden denkt, ne, der Schienenschleifwagen und so, die ganzen Varianten könnte man hier machen. Ja, das ist auf jeden Fall so das, was man hat an Möglichkeiten. An Modularität. Ich würde euch auch wirklich echt gerne mehr zeigen. Der ursprüngliche Plan war, dass wir hier versteckt mehrere Fahrzeuge haben. Dann wäre ich quasi von Punkt zu Punkt gefahren und hätte euch mal so ein paar Moduländerungen gezeigt und auch, es gibt schon Repaints für Talstedt, die zwar noch nicht richtig final sind, aber das ist leider nicht möglich. Die Performance ist so unterirdisch seit dem letzten Update, dass wenn ich hier mehrere Fahrzeuge auf der Karte platziere, ist dann einfach, es macht keinen Spaß mehr. Ne? Deswegen seht es mir nach, dass ich euch das jetzt so erstmal in der ersten Preview nur das eine Fahrzeug zeige. Er ist kuppelbar, man könnte im Prinzip jetzt hier unendlich viele hintereinander hängen. Die klassische Dreifachtraktion könnte man zum Beispiel machen. Ja, das Kuppeln ist wie bekannt immer. Man macht die Kappe ab. Ah, ja, die berühmte Kamerasteuerung. Und dann kann man hier die Kupplung aushängen. Also im Prinzip wie beim KT. Wer die Kupplung kennt, der wird sehen, es ist auch die KT-Kupplung. Ja, E-Teil. Und dann könnte man jetzt quasi kuppeln. Das wäre tatsächlich möglich. Gut, dann machen wir die Kupplung mal wieder, auch wenn sie jetzt ausgefahren ist. Ja, ansonsten fahren wir jetzt hier nochmal aus der Schleife raus. Oh, es hat funktioniert. Ist die Weiche gestellt. Ja, der Zopp ist immer noch nicht weiter, da hatte ich noch keine Lust. Das wird irgendwann noch kommen. Also das hier ist ein Bereich, der ist wirklich nur auch die Straße hier nebenan, ist die Bushaltestelle gleich mit kombiniert. Das ist alles rein, ja, für die TVG, also die Thalstädter Verkehrsgesellschaft. Hier fährt kein Auto durch, hier fahren nur Busse und die Straßenbahn. Und ja, von daher ist das hier alles ganz schicki. So, dann würde ich sagen, ja, ist leider schon alles, was ich euch heute zeigen kann. Ich würde euch wirklich gern mehr zeigen, weil es einfach schöner gewesen wäre, die ganze Modularität zu zeigen. Aber das müssen wir leider dann irgendwie verschieben auf das nächste Video. Und
Ja, das wird es dann geben, wenn wir weiter sind mit dem Fahrzeug und vielleicht auch mal wieder was Neues zum KT, wenn das dann weiter ist, das Fahrzeug. Wie gesagt, aktuell arbeitet der Kartoffelphantom hier am T4 DMT und natürlich manche Entwicklungen fließen parallel auch in den KT mit ein oder aus dem KT mit in den T4D, weil halt einfach ja manche Sachen gleich genutzt werden. Stromabnehmer zum Beispiel ist ja der Stemmann FB500, der ja auf fast allen Fahrzeugen in den 90er Jahren gebaut wurde. Von daher ist das halt ja übernehmbar. So, dann biegen wir jetzt hier mal rechts ab. Bisher ging es ja immer nur nach links weiter. Jetzt geht es auch ein Stück nach rechts. Wir fahren jetzt allerdings in einen Bereich der Map, der ist im Prinzip gänzlich unbebaut. Da liegt ein bisschen Straße und ein bisschen Gleis. Das ist aktuell das, was ich gerade mache. Es wird ein neuer Betriebshof entstehen. Allerdings kein direkter Betriebshof, sondern das wird das Straßenbahnmuseum von Thalstedt werden. Also ein ehemaliger Betriebshof. Die Wagenhalle baue ich aktuell. Da fehlt noch die Dachkonstruktion, die ist ein bisschen kniffliger. Das ist ein Stahlgerüst ist aus mehreren Stahlträgern, worauf dann ein Holzdach liegt und das, wie man das halt von den alten Straßenbahnhöfen aus der Zeit um 1900 rum kennt. Die Grundmauern stehen, aber das Dach fehlt noch. Entschuldigung, bis das Dach fertig ist. Ja, steht da, wo später die Halle sein soll. Ein Provisorium aus Mauersplines, nur dann, das dient für mich als Orientierung, weil ich die Gleisanlage so weit schon gelegt habe. Wenn wir jetzt hier nicht mal Fahrt frei kriegen würden, ein Hoch auf die Festzeitsteuerung. Da kommt sie. Jo. Jetzt hört hier auch gleich die Oberleitung auf. Also wie gesagt, das ist jetzt hier gerade ein Bereich, der sehr stark Work in Progress ist. Aber ich rücke jetzt hier zu dem Straßenbahnmuseum aus mit dem Fahrzeug. Dadurch werdet ihr den Bereich jetzt auf jeden Fall schon mal sehen. Ist auch so ein kleiner Sneak Preview hier, wie das hier später mal weitergehen wird. Das Signal ist zum Beispiel dauerhaft auf dieser Stellung, weil geradeaus geht eh nicht. Deswegen biegen wir jetzt hier ein in die Theresienstraße. So wird sie heißen. Und ja, das war der ehemalige Betriebshof Theresienstraße, der ist heute das Straßenbahnmuseum. Wie gesagt, hier ist bis auf die Straße und die Gleise noch nicht viel passiert. Ja, wir sehen den Hauptbahnhof jetzt mal von hinten. Ja, hier ist auch schon die Einfahrt. Hier gibt es eine Kuppelendstelle für Zweirichtungsfahrzeuge, also für die Zweiachser Fahrzeuge, die hier umsitzen möchten. Und ja. Dann ist hier auch Ende Gelände. Also man kann da nicht wirklich weiterfahren. Das funktioniert nicht. So. Ja, seit neuestem kann man nicht mehr rückwärts fahren aus der Perspektive. Das heißt, wir machen das jetzt mal anders. Wir machen das einfach so. Das funktioniert nämlich. Entschuldigung. So. Oh, ein bisschen blinken. Und dann fahren wir jetzt hier mal in den Betriebshof rein. Und wir fahren nicht in die Halle. Also das wäre die Halle hier. Und wir fahren jetzt nicht in die Halle, wir fahren in den Richtung Werkstattbereich. Und fahren dann hier mal in den ehemaligen Werkstattbereich. Genau, hier fehlt halt noch alles. Auch die Bodentexturen, das ist erstmal alles nur Provisorium. Und wie gesagt, das ist momentan durch die Mauern einfach nur, ja, dargestellt, wo die Halle mal sein sollte. Ich habe beim Verlegen der Gleise dadurch zum Beispiel festgestellt, dass ich die ganze Konstruktion nachher um 2 Meter nach hinten schieben muss. Ansonsten passt das mit der Einfahrt nicht. Aber hier wäre jetzt quasi der ehemalige Werkstattbereich vom Betriebshof Theresienstraße. Hier werden später auch Gruben sein.
gibt es noch ein Außenabstellgleis und eine sechsgleisige 80 Meter lange Wagenhalle. Wie gesagt, das Ganze muss nachher, also wenn die Halle fertig platziert wird, kommt die 2 Meter nach hinten, weil, wie man hier zum Beispiel sieht, das funktioniert so nicht. Aber das war halt, deswegen brauchte ich als Orientierung erstmal diese Konstruktion. Ja, das, wie gesagt, ist dann später das Straßenbahnmuseum. Ah, hier müssen nochmal ein paar Gleise, beim Schneiden der Gleise passiert. Das muss nochmal ersetzt werden. Generell ist der Bodentextur hier auch nur Platzhalter. Wenn dann hier die restlichen Gebäude drumherum kommen, dann wird das später alles schick gemacht. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, das war's für heute. Wir hören uns wahrscheinlich dann erst im neuen Jahr wieder. Dadurch wünsche ich euch jetzt schon mal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielleicht nächstes Jahr mit auch etwas positiven Nachrichten im Generellen. Aber das war's heute erstmal hier von uns, vom T4DMT. Und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.